Ein weiterer Skillpunkt. Okay. Auf was gehen wir als nächstes? Was ist denn hier oben noch? Textilien. Schaltet Stiefel frei, schaltet Handschuhe frei. Da auf Textilien brauchen wir noch gar nicht zu gehen. Bäume geben um mehr Holz. Können wir natürlich. Egal, Schreibtische. Ich weiß noch nicht, was das bringt, aber Schreibtische. Alchemie. Schriftrollen des Lehrlings. Okay. Ich glaube, es läuft später darauf hinaus, dass wir alles irgendwie freigeschaltet haben, ne? Ein bisschen Fisch, ein bisschen Sand. Gibt uns natürlich auch noch ein bisschen großes Stück. Da ist auch ein Huhn. Den wir nicht direkt kommen. Das ist ganz schön versteckt. Ein Aus. Noch ein Ei. Ja, können wir mal ins Museum bringen. Einfach nur mal einen Platz zu schaffen. Ich glaube, dafür ist das Museum überhaupt richtig gedacht erstmal. Mal Wildbeutel gucken, was wir da absetzen können. Dann jagen. Können wir noch ja nichts kochen. Oder? Nein. Okay, man kann Pizza herstellen. Das ist ein Bergbau. Die Erze. Erstmal bei Farm die Eier, weil die können wir noch nicht gebrauchen, ne? Die können wir noch nicht. Dann weiter die ganzen Blumen. So, die Beeren könnte man auch, aber die brauchen wir noch. Von daher. Gerade ein. Amethyst. Was Item, da irgendwie sortieren? Nein, bestimmt. Halbroller, 20 mehr. Jetzt sind wir nicht mal ganz so wie ein Spermium aus, ne? Das ist natürlich auch was. Auf Prägung gehen sollen, verdammt. Wäre mal von Vorteil gewesen. Dann haben wir nochmal eine EP mehr. Im Glas kommt auch herstellen dann. Als nächstes eigentlich Leder, aber wir haben noch nichts, wo irgendwie, ich glaube, Dingens drauf wachsen könnten. Gut, komm. Mehr. Oder ist das Museum dafür gedacht, dass wenn man alles schon irgendwie hat, dass man das da einlagern kann ohne Probleme und die Bögen rauskriegt? Ich weiß es nicht genau. Fisch. Irgendwie einen Faden in Auftrag gegeben. Ich wollte eigentlich eine Flasche in Auftrag geben. Zu gucken, was man damit so alles anstellen kann, weil man ist ja natürlich neugierig, ne? Wir haben jetzt 64 Münzen. Das ist doch auch schon mal wenig, ne? Ja, dann kaufen. Aber da sind sie. Ein Regenbogenland. Wir brauchen eine Brücke darüber. Das ist cool. Hallo Kuh. Die Pilze zerstören wir bis jetzt noch, das ist auch nicht toll. Mein Inventar ist voll. Was? Ich gar nicht ein. Essen wir halt was. Frage. Irgendwas machen? Nein, komm. Fisch.
Noch mal ein bisschen Leder, ne? Jetzt ist mein Inventar noch ein bisschen zu. Wir brauchen das Leder sowieso für Dingens, ne? Für die nächste Tasche. Können wir noch ein bisschen was sammeln? Oh, ein Leder können wir jetzt herstellen. Okay, wir müssen noch mal eine Kuh. Wir müssen noch mal gucken, dass wir Kuh schlachten. Kuh schlachten, genau. Da ist noch mal eine Fee. Okay. Wir uns, glaube ich, wieder ein bisschen Leben gegeben. Das ist. Haben wir schon mal ein Leder? Wir brauchen Leder, 4 Leder, 3 Leder. Ich glaube, die Pilze brauchen wir für Alchemie. Das ist erstmal das Naheliegendste, was man so sagen kann. Ich glaube, die heilt uns auch. Ja, wir nehmen die mit. Ich will kein Wasser haben. Kein Wasser. Kann aber nichts anfangen. Wert 90, kann man das irgendwo verkaufen oder was? Verdammt. Wir haben genug Fisch, wir können davon auf jeden Fall ein bisschen was leben. So, können wir irgendwas anderes noch machen? Wir müssen ja weitermachen, sonst nützt das ja nichts, ne? Knochen, Spitzhacke kommen wir gar nicht erst ran. So, Glas kommen wir auch eigentlich ran. Wofür brauchen wir Stahl später? Ich kann mir überlegen, worauf wir schon mal skillen, ne? Das wäre was Schlechtes. Ich glaube, das nächste, das wir skillen, ist irgendwie. Ich will das Wasser gar nicht mehr haben. Kann man das irgendwie benutzen? Okay, voll. Wieder was gefangen. Ja. Das ist ja schlimm. Scheiße. Ich will an die Scheiße, das passt zu mir. Inventar ist voll. Komm, mach mal hier Platz, indem ich ins Museum gehe und die Blumen wegpacke, weil die brauchen wir. Steine, damit müssen wir auch noch irgendwas machen. Wir die Gebäude alle nochmal bauen. Dann gehen wir, okay, wir müssen das Material da reinpacken. Gut, Archäologie. Alchemie. Ja, dafür die Tränke und dafür eben auch die Pilze, denke ich mal. Na gut, jetzt mal weiter. Ich will an die Sch. Kann die irgendwo abgeben? Aufsammeln, okay. Ich glaube, ich weiß, worauf ich als nächstes gelle. Einlagerung. Vielleicht können wir noch ein paar Kisten bauen oder so. Ich weiß es nicht. Durch. Dann hier. Wir müssen irgendwas als nächstes machen.
können wir denn noch basteln? Fackel. Könnte man auch ein paar ausleuchten vielleicht. Na gut. Wenn sich mal eben so ein Skillpunkt ermogelt. Mehr oder weniger. Sollte das ich tun? Von Pflanzen und Feldfrüchten. Haltet Kessel frei. Schriftrollen des Lehrlings frei. Allianz erhöht die EP. Bewegung erhöht die Anzahl an. Ich will irgendwie was zum Reinlegen haben. Nicht nur für das Geld, ich hab Bock drauf. Was brauchen wir für einen Tresor? Kann man da auch nicht nur Geld reinlagern, sondern was anderes noch irgendwie? Wir brauchen den nächsten Rucksack. Keine Mukus hier, dann können wir auch nicht weitermachen. Ey! Will ich sterben? Ich weiß nämlich nicht, was dann passiert. Wollte ich immer noch eine Muku oder so? Ich brauche echt mal Kühe oder so. Oder komm. Ich weiß doch, was wir drauf gehen, nämlich auf Münzen. Ohne Holz, keine Kohle. Haben wir noch Platz für Kohle, für Holz und für Kohle? Bäume haben wir genug gerade, das ist nicht das Problem. Ein Schwein. Bitte Fell und Leder, bitte Fell. Kann man irgendwie was rauswerfen, Item löschen? Was können wir denn löschen, was wir nicht brauchen, was wir wirklich nicht brauchen? Scheiße. Ein bisschen Leder. Als nächstes können wir mal gucken, dass wir die Schleims da irgendwo ab. Da oben ist noch ein Schaf. Fasernfilter. Ne, ist das. Ei, aber Inventar ist voll. Oder so ist das Inventar. Na gut. Aber als nächstes gehen wir mal auf Alchemie. Hat den Grund, dass wir dann Heiltränke machen können, damit wir nicht halt sterben hier. Und ich gebe mal einfach mal. Mit Schleim haben wir denn 49 Schleim. Wo können wir dann Schleim abgeben? Irgendwo konnte man den Schleim noch ab. Stimmt. Irgendwo konnte man die Schleimsachen abgeben. Das macht das Museum keinen Sinn. Man muss Schleim irgendwo ausstellen. Stimmt hier. Kochen. Schleim, 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 Schleim. Da können wir die Fasern abgeben. Eine Frage. Damit testen müssen wir da rein. 5. Da können wir eigentlich schon 100 Steine reinpacken. Vielleicht gibt uns das ja ein bisschen was am Bonus. Ich weiß noch nicht was, aber. Die Beeren könnte man da auch mal reingeben. Die kriegen wir ohne Ende und wir haben Fische zum Futtern, von daher. Geleert. Da können wir Fasern reingeben, Weizen könnte man da reingeben. Ach jo. Wäre dann da irgendeine Möglichkeit, wirklich Slime abzugeben. Das wäre nämlich schön.
Aber so wie es aussieht, wollen die auch keinen Slime haben. Kann ich verstehen. Willst ja auch nicht, ne? Hier ein bisschen Leder. Erschöpft. Ist jetzt erstmal ein bisschen gespannt. Sagen wir mal ein bisschen Holz, um überhaupt irgendwas an EP zu kriegen. Man hat eigentlich immer ein Ziel, glaube ich, auf der Insel, aber man muss halt nur herausfinden, was für ein Ziel. So, das überwiegend Wichtigste. Dann daraus können wir Glas machen. Und sehr viel Eisenerz wird mir gerade so. Wir brauchen sehr, 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 sehr viel Golderz. Eier können wir generell nicht aufsammeln, nicht packen. Würde mich nicht mal so beleidigen. Mal sein lassen. So. Ist auch cool, dass wir jetzt natürlich Orangen bekommen vom Baum oder so. Und nochmal ein Amethyst. Oh mein Gott! Ich glaube, das ist ein bisschen zufällig, dass wir da noch einen Amethyst dazu Booster kriegen. Ein bisschen Kohle. Dann Fisch natürlich. Also ein paar Fische reinschaufeln. What the fuck? Bitte lass uns das. Boah. Boah. Alter. Wie kann man sich denn hochheilen? Kann man sich denn überhaupt irgendwie heilen oder so? Oder? Ich würde das erstmal verhindern, weil wir noch keine Alchemie haben. Gut, nächstes Ziel, Alchemie. Dann kriegen wir auch Heiltränke. Das ist so mein Goal Number One jetzt. Und weil ohne Alchemie können wir uns alles in die Haare spielen und sterben jetzt wirklich oft. Mein Inventar ist voll. Eigentlich müsste man dann aus den Erz nicht nur das Erz rauskriegen, sondern auch Stein, das wäre realistisch. Aber man kann über alles mäkeln. Ich finde den Entwickler auf jeden Fall nicht schlecht bis jetzt. Der macht auf jeden Fall sehr gute Arbeit. Solche Spiele wollte ich auch mal programmiert haben, aber ich bin nicht so der Typ, der lange Durchhaltevermögen hat. Ich bin ja mal in Let's Plays eigentlich. Ja. Da irgendwie noch irgendwas in Auftrag geben. Wir brauchen Gold. Sehr viel Gold. Gold, 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 Herz. Nee, nee, du bleibst mal weg, ja? Also bitte. Du hast uns fast das Leben gekostet. Du hast uns sogar das Leben gekostet. Und jetzt gehen wir auf Alchemie. Das lässt uns nicht in Alchemie freischalten, ein Kochtopf, ne? Ja, ein Kessel, tut mir leid. Was als nächstes? Glaube, haltet Schreine. Lehrlingstränke, willst du mich verarschen? Wir müssen jetzt nochmal skillen, um auf Lehrlingstränke zu kommen. Irgendwie einen Kessel machen. Wollen wir einen Kessel dran machen? Gar nicht, oder was? Müssen wir noch irgendwas skillen, was wir vergessen haben zu skillen, was wir irgendwie bräuchten können? Vielleicht sammeln? Nee.